Herzlich willkommen zum ersten Saisonlauf in Hockenheim. Sascha fährt auf BMW, Günter Göbel auf Porsche, Michael Hager, der Opel-Pilot, Ralf Heisig auf Porsche, Manfred Lehewe auf Seat und Andreas Schipanski auf Porsche. Wir blicken hinein in die Startaufstellung für den ersten Wertungslauf. Andreas Schipanski war im ersten Qualifikationstraining mit 1,55,070 Sekunden der schnellste im Bunde gewesen. Die zweite Position ging an den Seat Leon WTCC-Pilot Manfred Lehewe mit 1,558. Dritte Position damit zweite Startreihe Günter Göbel auf Porsche mit 1,568. Ralf Heisig von der Scuderia M66 auf Porsche 996 GT3 wurde mit 1,57,576 Sekunden viertschnellster. Fünfter Michael Lager und sechster auf dem VW Polo GTI Peter Schaub. Ja, das Rennen begann fulminant mit einem guten Start vom Polsetter Andreas Schipanski, der sofort versuchte, dem Feldhofen davon zu fahren. Der kommt aus Kornwestheim, ist Geschäftsführer von der Firma QA Systems, einer der großen Sponsoren der Hankook Cup und Tourenwagenprofi 2014. Am Ende, es sei vorweggenommen, hat er im Ziel auf der ersten Position einen Vorsprung von 11,6 Sekunden auf den Mann namens Manfred Lehewe. Es gab einen spannenden Kampf um diese zweite Position, denn Ralf Heisig und dann Günter Göbel, die mischten herzerfrischend mit, bevor sich dann Günter Göbel leider aus dem vorderen Feld mit technischem Defekt verabschieden musste. Ralf Heisig zog das ein oder andere Mal an Manfred Lehewe vorbei, konnte sich aber letztendlich dann durchsetzen. Manfred Lehewe der Zweite, Ralf Heisig der Dritte. Auf dem 996er GT3 Porsche, Ralf Heisig. Nee, also ich habe schon hart gekämpft, habe alles gegeben, was geht, aber es war nicht mehr drin heute an diesem Tag. Auf dem Seat Leon WTCC, Manfred Lehewe. Ich habe den rechts neben mir gesehen und habe natürlich gedacht, wie im letzten Jahr auch, das Rennen gewinnt man nicht in der ersten Runde. Auf dem 996er GT3 Porsche, Andreas Schipanski. Ich hatte Glück, dass ich am Anfang mich ein bisschen absetzen konnte. Hab dann aber immer wieder in den Rückspiegel schauen müssen. Die Startaufstellung für den zweiten Wertungslauf. Andreas Schipanski war auch hier im zweiten Qualifikationstraining der schnellste, vor Ralf Heisig, Manfred Lehewe, Günter Göbel, fünfter, Michael Lager auf der sechsten Position. Dort hatten wir mit der Startnummer 15 den schnellen Seat Leo Supercoppa mit Marius Barczak. Die ersten drei aus dem ersten Durchgang konnten sich auch hier im zweiten Wertungslauf durchsetzen. Am Ende hieß es auf dem Podium Andreas Schipanski, Manfred Lehewe und Ralf Heisig. Der Mann des Rennens, der trug aber den Namen Stefan Ernst. Der pilotierte der Euskirchener, der vereinzelten Motorsport an den Start geht, einen Renault Clio RS3, mit dem er aus der letzten Startposition in diesen Wertungslauf hineinstarten musste. Er rollte das Feld quasi von hinten auf, fuhr bis auf die 13. Endposition im Gesamtklassement nach vorne. Auf Platz 14 im Gesamtklassement wurde der schnellste Junior am Ende mit der schwarz-weiß gerähten Flagge abgewunken. Lukas Korsch aus Idar-Oberstein auf dem Renault Clio auf dem Cup-Fahrzeug. Er war der Sieger der Juniorenwertung des ersten und auch des zweiten Wertungslaufes. Da sagen wir einmal herzlichen Glückwunsch für den Neuling, für den Youngster hier in der Hankook Cup und Tourenwagenprofi 2014. Manfred Lehewe, der fuhr ein interessantes Fahrzeug, das ex-Ivan Müller WTCC-Fahrzeug von 2007. Auf dem 996er GT3 Porsche, Ralf Heisig. Ja, also ich habe wie auch gestern schon hart gekämpft, aber der Seat von ihm, der ist auf der Geraden einfach ein bisschen schneller. Auf Seat Leon WTCC, Manfred Lehewe. Ganz tollen Fight geliefert, zweimal Tür an Tür, mit die Parabolika hingehen, war ein fairer Fight mit ihm. Auf dem 996er GT3 Porsche, Andreas Schipanski. Ich habe ein bisschen Pech gehabt durch Überrundungsmanöver und durch eine gelbe Flagge. Und dann war er auf einmal hinter mir und habe ich gedacht, oh, jetzt wird es nochmal eng. Die Hankook Cup Tourenwagen-Profi verabschiedet sich vom Hockenheimring und wir freuen uns vom 16. bis 18. Mai. Die Sachsenring-Klassik steht dann auf dem Programm, damit der zweite Meisterschaftslauf.